Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Da vorne steht es, unser erstes Opfer für heute, der Tigrex. Du bist unser zweitletzter Boss. Also ich werde ihn jetzt auseinandernehmen. Ich habe für den jetzt sehr viel Fleisch dabei, weil man den das verfüttern kann. Er ist übrigens der Großmeister des Brüllens, weil sein Brüllen ist das Einzige, was auch Schaden macht. Und es gibt so viele Versionen von dem Tigrex. Der Magma-Tigrex ist der, der mich am meisten ankotzt, weil der übertrieben stark ist. Wenn der hier mit drin ist, dann RIP unser Team. Kann ich dich dazu überreden, da runter zu gehen? Also ich bin auf jeden Fall runtergegangen. Wenn auch unfreiwillig. Was ich mal übrigens mehr machen sollte, die Felvine benutzen. Weil das meine Katze stärkt. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Au. Das Monster, das bekommt auch sehr schnell Hunger. Also ich kann hier ruhig jetzt das Rauschfleisch hinlegen. Ich habe extra Explosivzeug mitgebracht. Diesmal auch die richtige Fassbombe. Ich habe beim letzten Mal aus Versehen das kleine Fass statt der kleinen Fassbombe mitgenommen. Ich wusste es. Nope. Also da liegt unser Fleisch. Unsere Katze schmeißt schon mal eine Blitzbombe. Okay, jetzt ist er aggressiv. Jetzt merkt man daran, dass man seine Adern gut sieht. Wäre er nicht geblendet, hätte er schon längst geschrien. Ihr könnt euch denken, was man alles brechen kann. Gesicht, Klauen und Rücken. Und natürlich Schweif. Bei den ganz großen Monsterkatzen bei jedem den Schweif abtrennen. Würde dieses Vieh in echt rumlaufen, ich hätte echt panische Angst vor dem, weil das ist eigentlich ein T-Rex, nur im Sprintformat. Also der ist richtig schnell. Oder auch richtig aggressiv. Außerdem, der müsste nur in der Nähe sein und ich bekäme Tinnitus. Eigentlich jedes Mal, nachdem der wütend ist, müsste der fressen. Ich hoffe, der geht nicht irgendwo anders hin, weil ich habe kein zweites Rauschfleisch. Hat sich damit erledigt. Muss ich mit dem faulen Fleisch machen. Danke. Dieser Goshaak oder wie der heißt, der ist übrigens auch hier irgendwo. Ich sollte vielleicht eben kurz das Fleisch hinlegen. Ich habe extra alles mitgenommen. Faules Fleisch. So, abgesetzt. Damit kann ich ihn zur Not halt auch das Gesicht sprengen. Die Mega-Fassbomben, die sind sehr stark, was Sprengen angeht, beziehungsweise Körperzerstörung. So,
Das war komplett unnötig. Aber ich habe es trotzdem gemacht. So, um dich zu nerven. Aua. Oh, wie nett. Genau in dem Moment kam so ein Haifisch durch mich durch. Die sprinten hier nämlich die ganze Zeit. Der hat sich was gebrochen? Woran? Es hat ihn keiner angegriffen. Nein. Aua. Kannst du jetzt endlich mal Hunger haben? Autsch. Aua. Erstmal erste Hilfe. Oh, wenn er schon so weit weg ist. Das werde ich bereuen, das werde ich bereuen. Sag ich doch. Danke. So, schon mal auf Eis. Endlich. Er liegt mal. Da kann ich dann wunderbar in den reinsemmeln. Autsch. Hätte ich sowas in Real Life abbekommen, wäre ich jetzt taub. Sie haben den auf jeden Fall überarbeitet. Weil früher hat er echt schnell Hunger gekriegt. Danke, ich habe wenigstens noch getroffen. Nein. Oh doch, ich treffe was. Ey, wenn, dann da. So, jetzt sehe ich auch mal seine Angriffe. Wahrscheinlich einer dieser Steine. Okay, der Drehangriff. Ich hab's komplett vermasselt. Das kennt man ja von mir. Würde ich perfekt machen, dann wäre ich nicht shining. So, ja damit. Du entkommst nicht, vergiss es. Lass dich nicht entkommen. Nicht in diesem Leben. Nein! Ich habe meinen Angriff verkackt. Jetzt muss ich erstmal schnetzeln. Ich lege auch hier das faule Fleisch hin. Die Hoffnung bleibt. Irgendwann schaffe ich es an dich ran. Er hat Hunger. Ja, damit. So, komm, gönn dir. Gönn dir. Ja, ja, doch. Du bist ein Braver. Du bist ein Feini. Ich setze dich schon mal dahin, ne? In welcher von euch Spacken? Mann. Ihr Deppen.
Naja, Mission geschafft. So, damit haben wir jetzt bei der Offline-Kampagne tatsächlich nur noch einen Gegner vor uns. Den Rest immer ich offscreen, weil das nur so Wiederholungsquests oder Sammelquesten sind. So Leute, der letzte Gegner der Offline-Kampagne. Der Goss Harak. Der eisige Samurai. So heißt übrigens wahrscheinlich auch die Episode. Oh, der scheint auf jeden Fall ordentlich Kraft in den Tatzen zu haben. Die will ich, glaube ich, nicht abbekommen. Und die kann man bestimmt brechen. Wovor ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen muss, das weiß man ja auch direkt im Voraus, ist seine Eisklinge. Die macht wahrscheinlich ordentlich Schaden. Ich weiß nur nicht, wann der die macht. Ich habe den halt noch nie bekämpft. Hat unsere Katze direkt ein Gefallengefängnis gesetzt? Nee. Danke, Remopa, dass du als Ersatz da lagst. Warte mal, ein, wer damit schon mal abgehakt ist. Ich habe nämlich direkt da oben die Marionettenspinne mitgenommen. Komm mal her. Darf ich die jetzt gegen dich einsetzen? Der hat auch mal was gegen die Spinne. So. Dann sehen wir nämlich direkt die Angriffe und ich kann ihn auch direkt dann verwerten. Also die Items kriegen, wenn irgendein anderes Vieh da ist. Wahrscheinlich wäre das nochmal ein bisschen anders, hätte man hier die Eisklinge. So. Hat er schon mal ein bisschen Schaden drauf. Jetzt wird geschnetzelt. Aua. Dafür, dass er stark ist, ist er aber auch langsam. Jetzt legt er, glaube ich, erst los. Ja, jetzt legt er los. Da ist er. Die Eisklinge. Die ist auch gleichzeitig für den Fernkampf. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, die zu brechen. Nicht, dass er sie gegen mich einsetzen kann. Die kann ich mehr oder weniger abbauen. Also die ist zerbrechlich. Das merkt man daran, dass er so Eissplitter rauskam. So. Er liegt. Ich habe die Eisklinge gerade irgendwie zerstört. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich sie getroffen habe. Ich glaube, ich habe beide Arme jetzt schon gebrochen. Oh ja. Da kommt jetzt ein Revierkampf. Kämpft ihr ruhig. Ihr könnt ruhig gegeneinander kämpfen. Ich guck zu. Dann kann ich den Tigris gegen dich verwenden. Nope. Der hat mich einfach in der Luft geohrfeigt. Also richtig.
Der sieht, dass ich auf den T-Rex will, direkt in der Luft so, Batsch, nope, du machst das nicht. Ich probiere die Materialien aus dir raus. Du gibst bestimmt eine richtig gute Eiswaffe. So, berittene Rächer. Drei Materialien hat er fallen lassen. Honig und Pilz sammle ich mal ein. Dann habe ich die Nebenquest hier mal endlich. Aber schön, dass er nicht mehr aggressiv ist. Ich würde sagen, die rechte Klaue und sein Gesicht sind gebrochen. Zack. Hauptsache der letzte trifft. Alles andere ist Wurst. Man könnte ich auch als Yeti bezeichnen. Ein Yeti-Samurai. Also in der Form ist der echt ungefährlich. Der ist so langsam, der trifft einfach nicht. Muss ich mir merken. Der ist erst gefährlich, wenn er aggressiv ist. So. Komm her, du Riesenbaby. Ich bin mir im Übrigen sicher, dass da bei der Offline-Kampagne irgendwann noch was hinzukommt, wie bei World mit Iceburn. Dass man dann nochmal so eine weitere Kampagne irgendwann sich kaufen kann. Könntest du da bitte einmal reingucken? Ich will wetzen. Sehr nett von dir. So, jetzt können wir wieder. Mach dich auf clevere Unterstützung gefasst. Ja. Nope. So, jetzt ersäbel ich dich. Ich hoffe im Übrigen, dass diese Randale-Questen bei der Online-Kampagne auch dabei sind. Weil die fand ich richtig cool. Oh, der kann auch zwei Eisklauen haben. Also Säbel. Muss ja richtig aufpassen. Boah, gerade so ausgewichen. Der hat mich einfach wieder weggeprügelt. Der hat keinen Bock auf mich. Bei dir mache ich eine Ausnahme. Dich will ich wirklich töten, weil du einfach der letzte Gegner bist. Nope. Du haust nicht ab. Das kannst du knicken. Nein! So, die Fallgrube nutze ich trotzdem gegen dich. So, jetzt zersäbel ich dich. Du wirst zu Yeti-Schnitzel verarbeitet. Nope. So, das war's. Ich hab's damit geschafft. Ich hab die Offline-Kampagne damit abgeschlossen. Wir haben den Gosharak besiegt. Also, auch er nicht wirklich eine Bedrohung. Also klar, wenn er aggressiv wird, der kann dann sehr stark und schnell zuschlagen, aber der trifft halt so gut wie nie. Deswegen ist der nicht wirklich eine Gefahr. Aber jagen würde ich den definitiv nochmal. Ja.
Wir haben die Offline-Kampagne, wie gesagt, damit jetzt abgeschlossen. Ich will jetzt gucken, ob im Dorf noch irgendwas speziell gesagt wird. Was ich mal eben kurz anmerken will, da, diese Spinnenvieh von dem Teil hier, was man die ganze Zeit gesehen hat. Das war nicht bei diesen Questen dabei. Also hier habe ich nur noch Sammelquesten und einmal eine Doppelquest. Den Tetranodon und die Schlafviecher. Und hier halt Doppelquesten. Ansonsten habe ich hier halt jetzt wirklich alles abgeschlossen. Bei mir will zwar mit in der Buddy Plaza, in der Versammlungsstätte jemand reden, aber da wollen sie mir nur einen Schein geben. Und hier ist halt einfach Offline-Online-Story. Also, wir haben hier wirklich das Spiel jetzt komplett abgeschlossen. Zumindest die Offline-Kampagne. Ich muss gucken, wann wir mit der Online anfangen, weil ich muss das mit den Kollegen absprechen, wann die Zeit haben. Also ich kann nicht jede Woche bedingt dazu Folgen liefern. Weil gerade bei Sunny ist das immer so ein Riesenproblem, dass der so gut wie nie Zeit hat. Auf jeden Fall, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.